Volk. Die Ostberliner Weitlingstraße 122. Ein besetztes Haus wird zur Zentrale einer Organisation mit dem Namen Nationale Alternative ausgebaut. Sie steht unter dem Kommando von Neonazis wie Ingo Hasselbach, heute einer der prominentesten Aussteiger aus der Szene. Das Haus wird zur schwer bewaffneten Festung. Aus dem Hauptquartier heraus machen etwa 200 Mann Jagd auf Ausländer. Sie wollen ein Stadtviertel unter ihre Kontrolle bringen, eine sogenannte national befreite Zone schaffen. Rund um Berlin trainiert die Gruppe. Martialische Auftritte für Fernsehkameras. Im Verborgenen werden terroristische Aktionen geplant. Woran Leute Interesse haben, waren konkrete Schulungen zum Beispiel zum Thema Sprengstoff, wie baue ich eine Briefbombe, wo zum Beispiel Schulungsbücher der US-Armee, wie sprenge ich Brücken, wie sprenge ich Häuser. Mit so einem Thema wurde viel konkreter gearbeitet. So sieht die nationale Alternative aus. Gewalt, Hitlerverehrung und Waffenfetischismus. Eine Schmiede des braunen Terrorismus. Kai Diesner zum Beispiel. So eine Leute kommen aus diesen Gruppen, die wir damals aufgebaut haben. Also es gab Leute, die bereit waren, alle zu geben, bis zum Letzten. Der Berliner Neonazi Diesner erschießt bei einer Verkehrskontrolle einen jungen Polizisten. Ein zweiter Beamter wird lebensgefährlich verletzt. In der Neonazi-Szene wird Diesner bis heute gefeiert. Als angeblicher Märtyrer des weißen, arischen Widerstandes. Bayreuth, 1991. Aufmarsch von 3000 Neonazis aus Ost und West. Gedenken an Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess. Vorn dabei Kader bereits verbotener Organisationen, auch Anhänger des inzwischen verstorbenen Michael Kühnen und Friedhelm Busse. Nach seiner Haftzeit hat er sich an die Spitze einer neuen Organisation gestellt. Unverfänglich heißt sie Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei, kurz FAP. Wiedervereinigung am ganz rechten Rand. Aggressiv, unverhohlen, drohend. Der braune Aufmarsch fällt in eine Zeit von brutalen Exzessen rechter Gewalttäter gegen Minderheiten, wie hier 1991 im sächsischen Hoyerswerda. Die Opfer? Asylbewerber, die um ihr Leben fürchten müssen. Ein Pogrom ohne Vorbild in der Geschichte der Bundesrepublik. So mancher Sympathisant ist fast noch ein Kind. Dass sowas passiert, das zeigt ihm noch, also dass da irgendwo was da ist. Und dass das nicht irgendwie so eine Einzelaktion ist. Es ist ja nicht passieren, Hoyerswerda, Bautzen, Potsdam und Dresden, Leipzig, überall. An diesem Abend will der rassistische Mob Spalier stehen und einen Sieg feiern. Spricht die Polizei, ich fordere Sie nochmals auf, alle unbeteiligten Personen, entfernen Sie sich vom Ort des Geschehens. Bitte behindern Sie uns nicht unsere Arbeit. Die Asylbewerber sind gezwungen, ihre Sachen zu packen. Die Abreise, ein Spießrutenlauf. Ich glaube, im Namen hier auch aller zu sprechen, dass wir froh sind, dass die raus sind hier, die Ausländer. Die Stadt und alles kann reden, aber das dauert ewig. Aber wenn sie mit Gewalt auftreten, dann geht es innerhalb von 1-2 Wochen. Als Kapitulation der Politik möchte ich die Verlegung der Ausländer bzw. der Asylbewerber nicht bezeichnen. Es war also eigentlich mehr eine Schutzmaßnahme. Das ist wohl eher eine Schutzbehauptung. Denn in Hoyerswerda wird das Konzept national befreiter Zonen Wirklichkeit.
Neonazis und rassistische Bürger erzwingen die Kapitulation des Rechtsstaates. Deutschland, der Deutschen! Ausländer aus! Der Erfolg macht Schule. Ausländer aus! Der Funke springt auf Rostock-Lichtenhagen über. Aktivisten aus Neonazi-Organisationen ziehen die Strippen, wiegeln den Mob systematisch gegen Ausländer auf und rekrutieren Anhänger. Ja? Zwei Weiber dabei, echt, Alter. Einer von ihnen, Norbert W. von der FAP des Friedhelm Busse. Ja, die Fidschis, die sind ja ganz okay. Ich hoffe, dass gewisse Rückrufe bzw. Antworten von dem Angeworbenen kommen. Im August 1992 beginnen die Attacken gegen eine Ausländerunterkunft. 115 Vietnamesen sind noch im Haus. In Deutschland tobt zeitgleich die Asyldebatte und der Bundesinnenminister gießt vor Ort noch Öl ins Feuer. Wir müssen handeln gegen den Missbrauch des Asylrechts, der dazu geführt hat, dass wir einen unkontrollierten Zustrom in unser Land bekommen haben von Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen und nicht, weil sie politisch verfolgt sind. Eine Woche lang herrscht Ausnahmezustand. Es ist ein glücklicher Zufall, dass niemand ums Leben kommt. Die Bilanz? Über 200 verletzte Polizisten und ein weiterer Triumph für die Neonazis. Dass es also so eine große Zustimmung in der Bevölkerung gab, dass es der Staat nicht auf die Reihe gekriegt hat, das hat eigentlich auch gezeigt, dass wir eine Massenwirkung haben. Der Staat hat eine Woche lang im Prinzip vor uns kapituliert, vor der Szene damals. Die haben zugeschaut, man sieht es ja auch sehr gut in Bildern, dass die Polizei sich immer wieder zurückzieht, weil sie keine Chance hatten. Und die Bevölkerung, die da Zustand, daneben stand und einfach nur absolute Zustimmung signalisiert hat. Und danach waren sie weg, die Ausländer, genau. Das war genau der Punkt, worum es ging. Die Ausländer waren weg und die haben, das war ein Etappensieg. Rassistische Gewalt auch im Westen. Mölln 1992. In der schleswig-holsteinischen Kleinstadt attackieren zwei Neonazis Häuser, in denen türkische Familien leben. Die Bilanz? Zwei Mädchen und ihre Großmutter sterben. Dazu 9 zum Teil schwer verletzte Menschen. Solingen 1993. Neonazis verüben einen Brandanschlag auf ein Zweifamilienhaus. Wieder sind Türken die Opfer. 5 Menschen sterben. Ein 3-jähriges Mädchen und ein Säugling werden schwer verletzt. Bundeskanzler Kohl ist in Paris. Er gibt eine Erklärung ab. Das ist ein Vorgang, der uns zutiefst bedrückt und erschüttert und für den wir uns auch schämen, obwohl wir in der Zwischenzeit wissen, dass nach allem, was zur Stunde feststeht, die Täterschaft im Bereich einer asozialen Gewalttätigkeit zu sehen ist. Ein Vorgang, den es leider überall gibt. Eine asoziale Gewalttat, wie es sie überall gibt. Und der Bundeskanzler bleibt der Trauerfeier fern. Die Öffentlichkeit ist irritiert. Es ist Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der in seiner Rede rassistischen Terror als solchen klar benennt. Die Morde von Mölln und Solingen, sie sind nicht unzusammenhängende, vereinzelte Untaten, sondern sie entstammen einem rechtsextremistisch erzeugten Klima. Es mögen Einzeltäter sein, aber sie kommen hier nicht aus dem Nichts. Rechtsextreme Gewalt, so gedankenarm sie auch wirkt, ist doch politisch motiviert. Die widersprüchlichen politischen Reaktionen auf die Gewaltwelle verstärken in ganz Deutschland die Empörung. Menschen gehen auf die Straße. Die stille Botschaft: Es reicht. Ein Jahr zuvor. Hier scheint die SA zu tagen, jene Sturmabteilung, die im Dritten Reich für den mörderischen Straßenterror zuständig war. Unter den Augen der anwesenden Polizei wird ein eigens angemieteter Festsaal zur Propagandabühne einer neonazistischen Partei. Friedhelm Busses FAP tritt in die Fußstapfen der NSDAP. Mit dabei Norbert W., der Agitator von Rostock-Lichtenhagen. Jahre später wird er aus der rechten Szene aussteigen. Ich überreiche dir das Ehrenzeichen der Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei. Er hat aus einem kleinen Haufen einen der schlagkräftigsten Kreisverbände in der Bundesrepublik geschaffen.
Dann spricht der Parteiführer Klartext. Wir sind keine Palaverpartei, sondern wir sind die radikale Kampforganisation in der Bundesrepublik zur Erneuerung unseres Vaterlandes. Aus Nordrhein-Westfalen. Doch Busse hat zu hoch gepokert. Der Staat reagiert. Zwischen 1992 und 1995 werden über 10 neonazistische Organisationen verboten, darunter auch die FAP. Bei den Hausdurchsuchungen stößt die Polizei auf Waffenarsenale und braunes Propagandamaterial. Verboten werden auch Vereine aus dem Umfeld des inzwischen verstorbenen Michael Kühne. Der Verfassungsschutz spricht von einem entscheidenden Schlag gegen rechts. Ich begrüße das sehr, dass damit künftig auch alle möglichen Schlupflöcher dicht gemacht worden sind, dass in den Deckmantel eines Parteiprivilegs hineingeschlüpft werden kann, um neonazistische Agitation zu betreiben. Eine Partei kann man verbieten, aber mich kann man doch nicht verbieten. Meine politischen Vorstellungen kann man nicht verbieten. Die Szene reagiert auf die Verbotswelle. Das neue Zauberwort lautet: freie Kameradschaften. Aus Vereinen, die verboten werden können, werden scheinbar informelle Gruppen. Schwer zu durchschauen. Ohne Mitgliedsbücher, ohne Beiträge. Doch ansonsten bleibt alles beim Alten. Militant und gut vernetzt. Der Rechtsextremismus entdeckt ein neues Agitationsfeld, die Wehrmachtsausstellung. Wir marschieren, der nationale Widerstand! Wir marschieren, der nationale Widerstand! Für viele Neonazis und rechte Traditionsverbände wird hier deutsche Geschichte besudelt. Großdemonstrationen, wie 1997 in München, werden zur Heerschau alter und neuer Nazis. Auch der ehemalige Rechtsterrorist Manfred Röder zeigt hier offen Flagge. Bereits ein Jahr zuvor hatte Röder rechte Parolen auf Ausstellungsstücke geschmiert. Mir ist nicht gefallen, dass 19 Millionen deutsche Soldaten von kommunistischen Banditen diffamiert werden. In Erfurt wird ihm der Prozess gemacht. Zur Verhandlung erscheinen junge Männer, die Röder unterstützen. Militante Neonazis, die später zu eiskalten Mördern werden. Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos. Sowie Ralf Wohlleben, der Ende 2011 als mutmaßlicher Waffenbeschaffer des Terrorkommandos inhaftiert worden ist. Die Begleitmusik zur rechten Gewalt liefern Bands der Blood and Honor Bewegung. Dahinter verbirgt sich ein weltweites Netzwerk rassistischer Skinheads. Blood and Honor steht auch für Terror und Gewalt. In Videos wird gezielt zu Morden aufgerufen. Neben solchen menschenverachtenden Bildern kursieren Mitte der 90er Jahre in der Szene auch Bauanleitungen für Bomben. Tipps zur Herstellung von Mordwerkzeugen. Die Szene rüstet auf. In Jena wird ein Koffer voll mit Sprengstoff gefunden. Im Lauf der Ermittlungen stoßen Beamte 1998 auf eine regelrechte Bombenwerkstatt in einer Garage. Die Spur führt zu Bönhardt, Mundlos und deren Gesinnungsgenossin Beate Zschäpe, dem Kern der späteren NSU.